9. Mehrere Monate ist es her. Jetzt startet das Event. Sind die nicht oben auf dem Eis? Nee, die kommen hier. Ach so. Aber wie Dana sagte, schön auch angreifen lassen. Echt? Ich glaube nicht, oder? Oder müssen die einkillen? Darf ich zurückschießen? Ich töte hier gerade wie ein Stier. Okay. Aber das sieht so aus, als ob das Event weitergeht. Weil der Balken oben füllt sich ja. Mach doch mal ein bisschen Damage auf die und dann, dass wir wo klappen. Ja. Müssen wir mal gucken, wo die denn sind. Sind ja nicht an jedem und zur gleichen Stelle hier diese Eisbrut. Ja, alle welche angehettet? Ja, ich hab welche. Event oh, erfolgreich. Hey, jetzt kannst du nochmal mit der Uschi sprechen, deinem Kindergarten. Der Wärterin Lama steht jetzt bei mir. Ja. Ja, die steht da hier in diese. Die ist bei dir, Olli, ne? In der. Nee, ich bin weiter vorne hier. Ja. Muss ich trotzdem mit der sprechen hier? Ja, du musst auch mit der sprechen. Also alle brauchst quasi für den nächsten Erfolg. Wie ist sie denn? War das hier? Lama war das. Die schwimmt gerade hier so rum. Da wo es rot blinkt. Map. Ich hab nicht hingeguckt, Entschuldigung. Da wo. Wo die blauen Punkte sind. Genau. Was ist denn die Gruppe? Jetzt. Dahin. Jupp. Der Weg ist auch bei mir angehakt. Okay. Ich glaube, die ist kurz davor da. Warte, die muss ja irgendwo hier sein. Weil die läuft auch noch, die macht auch noch mit so einer anderen Quest, die danach kommt. Und die ist, glaube ich, nur dazwischen hier. Aber hier kommt, glaube ich, das Befreien-Quest gerade. Ich habe das Ziel im Blick. Genau. Ich da. Mine zu retten, genau. Das kriegen wir so schon mal. Könnte ich jetzt aber nicht ansprechen. Nee, den Kerl brauchst du nicht ansprechen. Aber die Person, die wir befreien. Das ist so ein Lagos, den du gleich ansprechen musst. Aber die kommt, glaube ich, erst hier nach jetzt. Ja. Also, die befreien wir, glaube ich. Aber die kannst du dann auch noch nicht direkt ansprechen, wenn sie aus ihrem Käfig ist, sondern. Wenn sie draußen ist. Ja, ja. Hm, okay. Oder wenn sie wieder hier ist. Ich glaube, da kann man kurz am Moment sein.
Ja, das ist das Event, was ich auch ein paar Mal zu viel gemacht habe, weil es irgendwie nicht geklappt hat. Aber die ist hier nämlich im Kirch. Oh jo, hier könnt ihr auch schon mit der schnacken. Wo? Was? Wo? Hier, was? Wer die gerade hier im Kirch ist. Das ist die hier. Greif mein Ziel an! So schwach. Komme nicht frei. Nee, bei mir schnackt sie gerade. Ach, jetzt geht's nicht mehr, weil die Quagga so nah dran sind. Also, gerade ging's noch. Jetzt könnt ihr wieder mit reden. Nee, jetzt spreche ich mit dem Quagga. Oder, dann müsst ihr euch hier so entscheiden. Doch, mit der Diebin, hab ich. Ja, und jetzt müssen wir erst das Event fertig machen und dann müssen wir E-Event machen und dann müssen wir wieder mit ihr reden. Sie ist wieder gerade im Käfig reingegangen. Ja. Da draußen ist wieder reingeschwommen. Ja, schnell wieder zu machen, die Tür. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Woher kommt das? Komm. Schwimmen. Es gab's ja Findet Nemo, oder? Ja, ja, erster Teil. Der andere heißt ja auch Findet Dory. Ja, genau. Hey, jetzt schnackt noch die Quaggan da. Nein. Ich erhole mich lieber allein. Euer Volk hat meine Aufmerksamkeit, Baronos. Vielleicht seid ihr doch nicht so schwach. Wir sehen uns wieder. Bald. Aus dem Bild nicht. Nee. Bin du alle. Jetzt verschwindet sie aber gleich. Genau, aber dann kommen die gleich zu einem Event wieder. Der schwimmen bringt nichts. Jetzt verschwindet sie flupp. So. Zeit, echten Schaden anzurichten. Schwimmen wir mal zu den Thunfischen zurück. Was verkauft er hier denn Schönes?
Scheiße. Mist. Scheiße, Mist und Dümmer. Quaggan freut sich, euch zu sehen. Wer verkauft denn hier was? Der Karma-Fuzzi hier. Kleine Quagga. Ach so. Ah. Mann, der Wasseradner ist viel besser als der, den ich hab. Die Chance besteht bei mir auch immer. Der kostet nur 500. Der andere hier ist ja noch besser. Kauf ich. Noch den Wasseratmen aus dem Tutorial. Ich habe aufgestiegenen schon. Ich hatte noch nie auch nur einen aufgestiegenen. Meiner ist grün mit Verteidigung 75. Der hier hat Verteidigung 78. Ich könnte auch zuschlagen. Gibt es eigentlich einen legendären? Nee, ne? Weiß ich nicht. Sogar noch ein Bersi mit Rune drauf, Mann. Achso, die Dinger kann man sich doch auch irgendwo kaufen, oder? Wasseratmer? Ja. Aber ja nicht die aufgestiegene. Muss man craften. Echt? Stück. Ich meine, nein, ich meine hier bei in dieser Winterwelt, wie heißt du denn hier? Bitterfrostgrenzland bei dem. Ja, da kann es sein, dass man da einkaufen kann. Ich meine auch, ne, für die Soßen Waldbeeren da. Da habe ich dann überlegen, die Rune der Gelehrten nur 5 statt 6. Weil du gerade unter Wasser bist und kein auf deinem Wasseratmer keine drauf hast. Deshalb wird dir angezeigt 5 von 6, weil dein Helm ja nicht zählt, sondern dein Wasseratmer. Ja, ja. Hm, okay. Ich hab nur eine Ausrüstung. Alter. Oh, ups. Ja, den Text davor muss so wegdenken. Ja, vom BVB, wa? Nee, das ist die Raid-Rüstung. Also aus dem PvE-Raid. Hm, ja, ja. Worauf warten wir jetzt hier? Auf das Event, was kommt. Achso. Hoffentlich. Das hört sich nicht so glücklich an. Ich würde mal sagen, das wird wieder eine kurze Aufnahme, wa? Ja, wir geben dir jetzt noch eine Minute. Das ist okay. Je nachdem, ob dann die Folge schon endet, wir sind eventuell Zuschauer auch. Das ist erst in der nächsten Folge passiert. Wenn sie länger ist, ist es da. Du musst jetzt aber 20 Minuten schwarzes Bild hin an die Folge dranhängen. Ja. Damit die Leute nicht gespoilert werden. Ja. Nee, Dance geht nicht im Wasser. So, an welchem Haken bist du denn jetzt gerade, Sascha? Nee, da runter schon. Hilft mir, um sich die Auferstanden zu kümmern. Also jetzt die Quest. Genau. Okay, das ist eigentlich, meine ich, eine andere Quest, weil die führt dann
Jetzt erhaltet Informationen von Alia, dass jetzt müsste nach dem... Ja, das ist das, was jetzt kommt, oder nicht? Ja, meine ich auch. Interessant, dass du Digi da schon einen Haken hat. Naja, aber dann machen wir tatsächlich einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.